Das kennen wir alle. Die neue Jeans sitzt perfekt außer die Länge. Sehen Sie hier, wie einfach es ist, eine Jeans selber zu kürzen. Wenn du also beginnst, die Beine zu kürzen, dann musst du erst die richtige Länge bestimmen. Als erstes nehmen wir eine Jeans, die in die Länge passt, um die Länge der neuen Jeans zu bestimmen. Was brauchen wir noch? Schere, Nähmaschinen, Faden, Bügeleisen. Ungeschickte markieren erst die Länge auf die neuen Jeans mit der Kugelschreiber. Was muss man beachten? Zur gewünschten Länge ist ein Zuschlag 2 bis 3 cm zu rechnen für den Saum. Wenn du das gerechnet hast, jetzt kannst du mit der Kugelschreiber den Strich ziehen. Jetzt schlagen wir die ersten Zentimeter und fixieren wir mit dem Bügeleisen. Hast, schlägst du nochmal den restlichen Zentimeter bis zur gewünschten Länge und fixierst nochmal mit dem Bügeleisen. Mit der Nähmaschine den umgeschlagenen Saum festnähen. Ich habe zweimal Naht gelegt, einmal von links habe ich dann von rechts gemacht, damit du den Schildbild siehst. Es fällt nicht so auf, dass die Hose umgenäht wird. Also viel Spaß dabei!